Wasser. Wir brauchen alle Wasser. Ja, da müssen wir reagieren, da müssen wir reagieren. Da ist Abwasser. So, Wasser. Noch einen zweiten. Okay. Jetzt müsste eigentlich das Wasserproblem weggehen. Genau. Das Wasserproblem geht und das Stromproblem kommt. Das kennen wir ja. Das Abwasser. Abwasserstau haben wir auch. Gebäude abgebrannt. Oh, nochmal das Stromproblem. Es holt uns wieder ein. Aber jetzt passt es. Die brauchen ungelernte Arbeitskräfte. Nicht genügend Arbeiter. Okay. Schon mal noch einen dazu, da haben wir wieder ein verlassenes Gebäude, wieder eins. Ja, je größer die Stadt wird, umso mehr Probleme gibt's. Das ist logisch. Haben die schon wieder kein Wasser? Ah, okay, die brauchen. Haben wir vergessen. Und Strom. Die brauchen Strom. Strom. Wie viel brauchen wir denn noch? Ja, haben wir ja gleich. So, 6000. Ich baue hier drum nichts hin, weil da kommt dann später über die Windkraftanlage gesetzt. Ups. Das wollte ich nicht. Okay, die Industrie wächst auch. Ja, das braucht man jetzt noch nicht, das neue Land. Weil wir haben noch so viel Platz in unserem aktuellen. Okay, bei der Industrie muss man wieder reagieren. Also ich finde jetzt dieses Bausystem, was ich jetzt habe, das ist sehr gut gelungen. Im Gegensatz zu unseren zwei anderen Städten. Ich brauche auch wieder mehr Energie durch das. Da haben wir auch wieder das Energieproblem. Ja, da haben wir es auch wieder. Hier mit der Polizei müssen wir dann auch noch was tun. ...5500, okay, das haben wir natürlich gleich. Dann brauchen wir den Tabeller. So, okay, das Stromproblem ist fürs Erste gelöst. Da haben wir wieder...
Brand. Immer wieder abgebrannt, das Gebäude. So, dann braucht man wieder, wenn wir wieder mehr Platz für unsere Mülldeponie schaffen. Hier oben hinkommt. Genau. Das sind vier. Die haben schon wieder keinen Strom. Okay. Da oben. Ja, langsam nimmt sie Gestalt an, also. Dann werden wir wieder ausweiten. Ja, später kommt dann noch eine U-Bahn dazu. Na, scheint auch alles passt. Auch alles. Wo die Feuerwehr? Wo ist sie? Da ist sie. Aber zu spät. Okay, da ist wieder ein Gebäude-Upgrade. Und wir haben die 5500. 8000 fürs nächste, was kriegen wir da alles? Ah, da kriegen wir einiges. Ah, da kriegen wir dann auch die neuen Gebiete. Bürogebiet, nicht besiedeltes Gewerbegebiet und Wohngebiet. U-Bahn, Universität und Müllverbrennungsanlage. Okay, also an die 8000, das packen wir. Ja, das kommt jetzt. Das machen wir. Aber da werden wir da eine Linie machen. So, unsere erste Linie. Die große Linie sein. Eine Riesenlinie. Und mit auch Namen enden, wo sie angefangen hat. So, da unsere erste Buslinie steht. Und wir brauchen wieder Strom. So, gleich zwei. Und in der hinten brennen ihn auch wieder ein Strom. Wohl nur übel zu wenig. So, okay. Und es läuft. Die Industrie läuft. Geringe Anfrage, aber wir fangen trotzdem mal an auszubauen. Okay, da war's mal wieder mal zu weit. Okay. Bam, bam. Bam, 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 bam. Natürlich brauchen wir auch Wasser. Da braucht man wieder einen Strom. So, okay. Strom haben sie.
Ja, scheint auch alles zu passen. Was ist das? Nicht genügend Kunden. Oh. Okay. Das mag was heißen. Aber was? Also das finde ich auch gut, dass die Haltebuchten extra angelegt sind. Wow, da stehen sie. Also das rentiert sich also. Ja, ein hektisches Treiben. Ja, 6000 Einwohner haben wir mittlerweile. Und wir brauchen 8000. Okay, das passt auch. Oh, hier haben wir jetzt nicht genügend Arbeiter. Dann werden wir natürlich auch wieder darauf reagieren. Wieder zwei Spuren mehr. Okay. Das heißt auch, wir brauchen wieder automatisch mehr Strom. Ja, wie viele Windkraftwerke hier stehen, also. Ja, wir setzen noch eine Mülldeponie dazu und machen dann da einen Abschluss. So, okay. Gut. Denke mal, 4 reicht fürs Erste. Okay, die Industrie wächst. Da reagieren wohl mit Bäumen. Ah, dann parken die nicht auf der Seite, das ist eben das Problem. Aber wir nehmen mal den grünen Streifen. So, okay. Das ist okay. Setzen wir auch hin. Wasser. Gut, das passt. Wohngebiete, 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 Wohngebiete. Wir brauchen Wohngebiete. Okay. Ja, es kann dann mal sein, dass eine Folge länger sein wird, eine Folge kürzer. Ups, das war das falsche Haus. Ich meine, ich habe zwar mir eine Eselsbrücke gebaut, aber dennoch kann eben auch nicht immer drauf schauen.
Übrigens bin ich noch immer in derselben Session, also ich kann nach wie vor nicht auf eure Kommentare eingehen. Mich nochmal lassen so viele Leute die Stadt. Na, auch wieder. Okay, es wird glaube ich Zeit für eine größere Schule. Aber die bauen wir. Wo bauen wir denn hin? Ah, da bauen wir es dahin. Okay. Sind wieder drei Firmen, wo verlassen sind. Eins, zwei, drei. Und Nummer 4 kann man gleich da bleiben. Nummer 5. Okay. Da scheint alles in Ordnung zu sein. Gut. Nächste Firma. Haben wir wieder zwei. Irgendwas ist da faul. Haben wir so nicht genügend ungelernte Arbeitskräfte, oder wie? Nicht genügend Arbeiter. Gebildet? Gar nichts. Okay, gut gebildet. Hochgebildete? Auch nichts. Okay. Wieder. Sind wir bei einer Abrissfirma? Ah, die brauchen wir dann Strom. Okay. Hoppala, das wollten wir nicht. Jetzt haben wir Verfanger. Windkrafträder, das ist ja wahnsinnig. Windkrafträder, jetzt haben wir's. Aber das ist eben die grüne Energie. Oh. Okay. Ich glaube, wir wissen, was das Problem liegt. Das ist die Schule, die wir gebaut haben. Wasser. Summer. Ah, ist schon ganz schön groß geworden. Unsere Industrie, die schrumpft. Auch unbedingt ein Asi-Gebiet. Naja, also die ganzen ungelernten Arbeiter. Ich kann nur schauen, wo die hingehen. Aber eh. Aber schon braucht man nicht alle. Okay, Oberschule, Grundschule.
Außerdem kann man daran denken, die Stadt auszuweiten. Langsam aber sicher. Da hinten gibt es schon wieder keinen Strom. Dann bauen wir eben noch ein paar dazu. So. Okay, ja, ich weiß. Habe ich schon gesehen. Okay, die Nachfrage am Geschäften sinkt. Es ist, oder hinten ist wieder eins abgebrannt. Schauen, dass wir noch eine zweite Feuerwache hinsetzen. Ah, nochmal eins. Werden wir natürlich gleich machen. Okay, jetzt haben wir da noch eine zweite. Natürlich auch in der Industrie brauchen wir sie. Ah, da ist wieder eins abgebrannt und eines verlassen.